So, und jetzt machen wir mal weiter und natürlich geht's jetzt direkt los. Was ist los? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich werde jetzt ballern dürfen. Geht's hier weiter? Nö. Darf ich hier ballern? Wie können die so leben? Ich glaube, aus dieser Pampe gehe ich mal lieber raus. So, da haben wir nochmal Treibgut. 218 haben wir, 28 haben wir wieder. Okay, wir müssen hier durch. Apropos. Hier haben wir wieder was vergessen, übersehen und hier jede Menge. Oder? Ne, wie kommen wir da jetzt hin? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was da war. Egal. Geht da jetzt was los? So. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und Ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem Sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Warte. Okay, Solari heißen die. So. Kommen wir von hier an die anderen Dinger da hinten ran? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal da durch. Obwohl, warte mal. Und hier könnten wir vielleicht dahin rankommen. Nein? Oder? Nein, Lara! Da oben bleiben. Bitte. Wohl sieht er nicht so aus. Oder vielleicht. Von da oben. Okay, also wir haben jetzt erstmal keine Wahl. Wir müssen erstmal den. Die Wasserrutsche hier nehmen. Ich sehe nicht. Lara, schwing dein Hintern hier auf. Ja, ach, da ist er. Zündet sie an! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schwein.
So, warum will sie eigentlich immer sofort automatisch auf... So. Autsch. So, da kommt schon der nächste. Komm, den muss ich noch treffen können. Ach nee. Komm. So. Autsch. Kann ich da irgendwie rüber und das Ding kaputt machen? Weg und wieder nie. Nein, da komme ich nicht lang. Okay. Geil. Wieder da erstmal wegflog. So. Aber wie der eine da weggesprengt wurde einfach. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. So. Nehmen wir erstmal alles mit. Einmal vielleicht alles nachladen. So, und auch hier nachladen. So. Aber wie der eine da runtergeflogen ist, das fand ich geil. So. Hier nochmal. Und hier. Kann ich das Ding benutzen? Scheindämpfer, neue Herausforderung abschließen für Erfahrungspunkte. Alarmen deaktivieren. 1 von 4. Out. So, das nehmen wir mal mit. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Aber irgendwie möchte ich schon so ein Inro haben. Ich weiß nicht warum. So, dann müssten wir jetzt eigentlich dahin kommen können, oder? Outsiderin. Warum sagen die Outsiderin? Die sind doch auch alle Outsider. Autsch. In die Eier. Verstärkung! Okay.
Nein! Komm, noch mal höher. Yo. Ich will nicht brennen. Ach nein. Nein! Okay. Aber das an. Eine Ding haben wir. Okay. Die Outsiderin ist hier. Warnt die anderen. Machen wir mit Pfeilen erstmal vielleicht. So, vielleicht war es auch einfach keine gute Idee, da hochzugehen. Oh, hier ist sogar echt gut. Was ist mit dem? Okay, dann. Das finde ich nice. Mit dem Bogen die erstmal ranziehen. So, mal gucken. Gibt es hier irgendwie was? Ach, da unten müssen wir hin. Für das eine Ding. So, nochmal Pfeile. Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. So, Rillchen haben wir alle gefunden. Helme? Haben wir noch nicht alle. Den haben wir Kopfschuss? Nein! Ja. War es das jetzt? Haben wir alle? Ich hoffe, wir haben alle. Scheiße. Okay, das war alles andere als schlau. Ach nee, wieder alles von vorne. Aber den haben wir noch. Okay, aber. Also, so, kommt da jetzt noch einer? Ich höre auch, wie der eine jetzt wieder runterfällt. Und Falli, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Autsch. Das funktioniert.
nachladen. So. Ich glaube, das war's. Sie steht auf. Gibt's keine mehr. Das freut mich, dass soweit alles gut ist. Ich habe jetzt gerade auch mitbekommen, Hale wird das heute nicht mehr schaffen mit dem Stream. Habe ich gerade so noch mitbekommen, als ich gerade aus der Pause wieder kam. Was ich schade finde, denn ich hatte eigentlich überlegt gehabt, zu ihr wieder rüber zu raiden, nach Kirna. Ja, sie tut mir eigentlich aktuell auch sehr, sehr leid, sagen wir so, wie viel Stress da momentan bei ihr ist. Neues Lager entdeckt, Windmühle. Wo ist das Lager? Leider hier verbringen. Ja, Ich hoffe, ich kann dich mit den Enttäuschungen, die du hier erleben wirst, darfst und so weiter, einigermaßen zufriedenstellen. 21. Januar 1997. Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich. Und ich weiß nun alles Nötige, um meine Pläne weiterzuverfolgen. Es ist Zeit für uns, landeinwärts zu ziehen. Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den alten Palast. Dort können wir uns gegen die Oni-Wächter schützen und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel. Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden. Ich weiß jetzt, was ich suche. Den Schlüssel, um von hier zu entkommen. Und vielleicht noch viel, viel mehr. Es mag Jahre dauern, aber ich werde sie finden. So. Ja, es ist meine Schuld, genau, dass Hale heute nicht streamt. Wie immer. Egal was ist, ich bin immer schuld. Selbst wenn ich nicht schuld bin, bin ich schuld. Ja, aber ich bin froh, dass ich dich zumindest enttäuschen kann. So, hier haben wir noch eins. Ein zeremonielles Trinkgefäß aus der Song-Dynastie. Ein wunderschönes Stück. Interessantes Trinkgefäß. Also, verstehen würde ich nicht, wie man daraus trinken soll, aber naja. So, haben wir hier jetzt alles? Zwei Lager fehlen uns hier irgendwo noch. Okay. Was ist das hier? Tageslager. Ja, aber welches Lager ist denn das? Oh, warte. Das müssen wir erstmal. Dann eine Grab müssen wir noch finden. Beziehungsweise betreten da vorne. Ah, da ist das Lager. Das war gemeint. Und da vorne haben wir noch Treppen. 625 Treibgut haben wir wieder mal. Und ein Fähigkeitenpunkt. Wo investieren wir das mal wieder? Mal gucken, haben wir hier irgendwas, was noch fehlt? Wie ich hier höre, ihre erhöhte Stärke ermöglicht ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Komm, machen wir das. Schön, dass da ein Bild von Laras Arsch ist. Wo soll das Bild denn sonst hingehen? Maximiert die Gesamtmunitionsmenge, die sie für ihre Waffen mitführen können. Es muss ja Content geboten werden. So, hier haben wir alles bisher. Hier haben wir bisher alles. Ja, Kami, du kommst wieder und dann siehst du noch mehr Pancake. So, ich würde hier vielleicht hier rein investieren. Klebeband Doppelmagazin.
Und hier nochmal. So, bis jetzt haben wir erstmal alles gemacht, was da geht. Also was mit Treibgut möglich ist, fürs Erste, bis wir die anderen Teile gefunden haben. Hier, ein Geocache gefunden. So, ich erkenne kaum, wo ich hin muss. Außer dass ich. Ah, okay. Das sind einfache Geocacher. In Real Life sind die viel, viel schwerer. Waren wir das, oder? Ich würde gerne wissen, wo ich hin muss. Ob ich hier richtig abgebogen bin oder nicht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind hier schon richtig. So eine Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. So, jetzt erst einmal orientieren. Was müssen wir hier machen? Da haben wir das nächste Ding. So. Und da haben wir wieder den nächsten. So. Reicht das denn schon aus? Noch nicht. Da haben wir aber noch einen. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir da schon ran? Brauchen wir das Ding hier? Höhe. Ah, ich kann die anzünden. Hat das was gebracht? Außer, dass da jetzt Müll rumliegt. Kann ich mit dem Müll was anfangen? Diese Schnitzereien sind alt. Hunderte von Jahren. Nee, warte, ich bin falsch abgesprungen. Auch nicht. Kann ich das auch nicht? Vielleicht so. Kommt auch nie dran. Wie war denn das damit nochmal? Ah, okay. Das reicht schon aus. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet.
So, was finden wir hier? Grab der Südkammer des Gerichts gemeistert. Komm, ich will das da aber noch fertig machen. Einfach weil wir es können. Hoppala. Verdammt. So. Da oben war aber noch ein Weg. Den würde ich jetzt mal gerne durchstreifen. Also den da. Okay, gab's nix. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es da noch was gäbe. So, jetzt erstmal irgendwie den Rückweg wiederfinden. Ist das der Rückweg? Also ich sehe ganz klar viel zu wenig da. Es war auch richtig dunkel. Ja, wir sind draußen. Wir haben es geschafft. Perfekt. Haben wir hier wieder einen Fähigkeitspunkt. Nice. So, Bogenexperte. Hier haben wir das alles, was wir können, freigeschaltet. Werfen Sie Ihre Feinden Stein und Dreck ins Gesicht und Sie Anfänger für Hand. Haben wir hier irgendwas, was uns empfiehlt? Finden Sie bei toten Feinden versteckten Taschen, um zusätzlich Munition zu erhalten. Will ich das machen? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den höchsten Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten erlernen. Nice, also Kartograf. Dann die Dinger hier. Und das hier. So, mal gucken, ob wir auch wirklich schaffen, alles zu finden, freizuschalten. Und jetzt? Wir sind hier nicht in Assassin's Creed. Ich mach das nicht. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Erst einmal wieder nach da oben finden. So, und so. Ich bin jetzt neugierig, was es hier oben gibt. Also, ob es hier oben was gibt. Was haben wir da markiert? Den hatten wir ja schon. Ach, die ganzen Geocaches sind jetzt hier markiert. Ja, super. Ja, perfekt. Den einen haben wir schon mal. Ja, super. Ich treffe alles nochmal zurück. Da befinden wir uns.
Ist das eine gute Idee, hier so runterfallen zu wollen? Ja. Haben es zumindest überlebt. Und das hier erinnere ich mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe, aber das sieht so für mich irgendwie aus, als würde das so Sinn ergeben. Genau. Ich nehme trotzdem hier mal alles mit. So, einer ist da aber noch. Wie kommen wir da ran? Ah, hier. Autsch. Okay, hier hat er schon angefangen weh zu tun. So, dann haben wir hier noch einen. Also ich habe vor, die alle einzusammeln, alle mitzunehmen. Also alle, die wir kriegen können. Komme ich da wieder hoch? Wie komme ich da hin? Von da. Okay, erstmal den Weg wieder hochfinden. Den haben wir. 6 von 15. Da unten ist einer, den sehe ich sogar schon. Wie komme ich da hin? Ich glaube wieder so darüber. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist jetzt. Okay. Aber doch noch geschafft. Dann hätte ich den zuerst nehmen können. So, und hier. Bisschen doof.
Das war ein bisschen doof. Wenigstens Muni. Und da sind noch mehr Punkte. So, den Bereich hätten wir, glaube ich, abgesehen von dem da. Ich hoffe, wir kommen da jetzt auch ran. Ah, was haben wir denn hier? Geht's denn hier überhaupt weiter? Ich glaube nicht. So, noch mehr Muni. Perfekt. So, einmal alles nachladen. Dann hätten wir da noch einen. Jo, ich sehe den schon. Da sehe ich schon den nächsten. So. Ich glaube, in dem Bereich hätten wir alles. Jetzt müssen wir nur noch hier hin. Was haben wir da? Null Fähigkeitspunkte haben wir gerade. Okay. Wie kommen wir nochmal dahin zurück? Was war denn das überhaupt für ein Weg? So kommen wir auch zu denen da hoch. Okay. Sobald wir aber alle haben, alle Geocaches, da geht's auch mit der Story weiter. Bam hat ja Zeit und wie hieß der nochmal? Grim? Grimes? Irgendwie so in der Art. Der hat ja auch noch genug Zeit. Und dann können wir das Ding auch nochmal kaputt machen. So, 3 von 4 Alarmen. Was ist das jetzt für eine Musik? Lara? Ich wollte eigentlich nach unten. So, gehen wir da nochmal zurück. Und sammeln da nochmal alles ein. So ist unter uns. Thank you.
So, ist das dann vielleicht das nächste? Da hinten. Da dürfen wir auch wieder die Wand niederschießen. So, zwei fehlen uns noch. Eins und zwei, okay. Perfekt. So, unter uns. Und dann nur noch den da. Komm hoch. Ja. Perfekt. So, alles eingesammelt. Ist Munition voll? Ich glaube nicht. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo Muni. Wäre auf jeden Fall praktisch, wenn wir alles wieder voll hätten. Wenigstens die Schweinchen spawnen hier nach. Könnte man eigentlich XP farmen und so. Ne, Fähigkeitspunkte nicht. Hier haben wir so oder so erst einmal alles. Das können wir uns jetzt erst einmal nicht weiter verbessern. Was schade ist. Hier haben wir wieder Muni, die wir nicht mitnehmen können. Und nochmal drei Blut. So, wie kommen wir da rüber eigentlich? Also mit den Dingern würde ich mal von ausgehen. Muni. Okay. Nein, komm, spring doch, Lara. So, warten wir auf unseren Transport. Jede Wette, wir werden da vorne gleich wieder angegriffen. Grim! Bist du da? Das ist eine Falle! Zeig ihm die Zähne, Lara! Mach sie fertig! Oh nein.
Okay, geht schon gut los da hinten. So, Kopfschuss. Noch ein Kopfschuss. Haben wir hier noch jemanden? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal runter. So, Kopfschuss, perfekt. Ernsthaft? So, was mit denen da oben? So, komm. Kopfschuss. So, und den weg. Achso, okay, der will erstmal brennen. Er ist erstmal on fire. Gibt's da noch wen? Ne, alle erledigt, perfekt. Ne, doch nicht. So, jetzt müsste... Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Okay. Das macht mir nichts, okay. Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie aus den Glasgow, Abgrund, okay. Runter. Das werden die Büsten. Ich habe schon so viele von denen umgelegt. Ich muss zu dem Palast. So, wen kann ich noch hier looten? Lass mal vielleicht alles nochmal nachladen. So, jetzt haben wir alles voll. Okay. Da kommen wir rüber. Kann ich von Grimm die Leiche looten? Wenn ich ihn finde? Sonst noch was? Muss ich da lang? Ah, okay, das sieht schon so aus, als würde es gleich reißen. Du kannst nach oben klettern. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wir waren das.
Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du... sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Ross. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche, näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Also obenrum alles totschießen. Ja. Ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. So. Haben wir hier was Neues? Wir haben hier immer noch nichts Neues. Mann, ich muss was Neues finden. Ich muss aufrüsten hier. Okay, da gefällt mir gar nicht, wie das hier jetzt aussieht. Okay, ich dachte, das stürzt hier ein. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Okay, erstmal schleichen. Ist hier irgendwas? Nö. Dann ab nach oben. So. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. So. Was zum Teufel ist dort los? Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Onis, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Die Sonnenkönigin ist mit... Was zum... Ich kann mich nicht bewegen. Okay, das war jetzt eine interessante... Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Wie wird die alle looten? Halt, warte! Hab ihn fast! Halt, warte, warte! Was passiert, wenn die mich sehen? Lara, der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Ich brech dir das Gelenk! Okay. Sie sind gestürzt. Aber Lara hat... Okay, jetzt geht's los. So, okay. Nein! Wieso hat sie jetzt nicht gesprungen, Mann? Das war knapp.
Action. Ja genau, endlich Action. So. Ja. Jetzt hat's geklappt. Warum hat's vorher nicht geklappt? So. Okay, ich gehe jetzt rein. Einen Moment. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komme zurück. So, mein Schuh ist ein bisschen runtergerutscht. So. Muss ich ein bisschen hoch machen. So, wo genau befinden wir uns jetzt? Kaverneneingang. Ja, aber endlich wieder Action, ne? Wurde auch mal Zeit. Kann die sich auch mal bewegen? Retten Sie die gefangene Crew der Endurance. So, da müssen wir lang. Wo führt das hier hin? Okay, dann gehen wir zuerst in einen anderen Weg. Um zu gucken, vielleicht finden wir da noch was irgendwie. Loot oder sowas hier. So, vielleicht einmal alles nachladen. Komm, wir bleiben bei der Pistole. Bei der Pistole. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Getötet. Jetzt töte ich dich. Das ist Alter, wie man hier genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Hey, meine Waffen. Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! Sieh mich nur an, okay? Sie ist die eine!
meine Brüder! Bald sind wir frei! Bringt sie in den Thronsaal. Dein Kampf ist vorbei. So, Falli, ich antworte gleich auf das, was du geschrieben hast. In die Eier. Ich sehe keine Leiche. Sturz wird sie nicht überlebt haben. Wir prüfen das. Steigen wir runter. Wenn es um Eier geht, du bist sofort wieder da, Kani. Genau, du hattest gestern genug Eier. So. Und wegen Brezelkönigin, das ist sie nur in Helsdorf, ja? So, hab ich noch. Ich hab jetzt nur das hier, aber keine Pfeile. Na super. Also alles verloren. Okay, das habe ich wenigstens noch. Alles klar, Kami. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Nacht. Ab in der Haya. Mit dir, alles klar. Ah, okay. Die Zeit muss ich jetzt nutzen. So, um hier durchzugehen. So. Eigentlich, ganz ehrlich, für mich auch ungewöhnlich, um so eine Uhrzeit schlafen zu gehen. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe. Ich pausiere das mal eben. Für mich auch eigentlich total ungewöhnlich, um so eine Zeit schlafen zu gehen. Normalerweise so eigentlich zwischen 1 oder 2 Uhr. So im Durchschnitt, so kann man. Aber irgendwie aktuell mache ich. Ich glaube, ich mache jetzt schon seit einer Woche hier die Nächte komplett durch. Irgendwie gehe ich um 5, 6 Uhr pennen. So. Ist irgendwie ganz komisch aktuell. So, ich spiele mal weiter ab. Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. So, dann kam ich dir auf jeden Fall gute Nacht, schlaf schön. Und, ja, ich mache auch nicht allzu spät, ich schlingel. Aber ich bin jetzt irgendwie, ich hatte angefangen gehabt heute, da war ich eigentlich noch ein bisschen übermüdet. Jetzt bin ich irgendwie wach. Keine Ahnung, ob das am Kaffee liegt oder an anderen Sachen, keine Ahnung. So. Wahnsinn, beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Helikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Okay. 6 von 10 Laras Tagebücher. So, und wir sind jetzt auch eigentlich voll blutig hier. So, alles rot. Da muss ich sie definitiv waschen. Und schauen, dass sie keine Infektion oder sonst was
oder Krankheiten oder sonstiges, was auch immer alles da drin sein könnte, bekommen hat. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Das ist schrecklich. So, ich hoffe, ich komme gleich an Munition ran. Ich könnte ein paar Pfeile gebrauchen. Danke, aber ich verzichte. Ist sehr charmant von dir, der Herr. Ich sehe mich hier erst einmal um. Vielleicht finde ich noch Pfeile oder irgendwie was. Ich kann wenigstens Damen noch zuhauen, falls ich angegriffen werde. Unten weiter, ne? So. Aktexekution, nice. Ja, Kannibalen erledigen. Auf diese Art sparen wir zumindest Muni. Kann ich so da durch? So. Ein Geocache. Eins von fünf gibt's hier. Okay. So, ich renne hier nochmal durch. Da haben wir noch einen Geocache. Geht's da irgendwie rein? Nee. Okay, an dem komme ich nicht ran. Ich höre hier Gegner. Und da geht's nach oben. So, wenigstens die Axt haben wir noch, auf jeden Fall. Da bin ich froh drüber. Gibt's hier sonst noch was? Ein Geocache? Uns fehlen hier 5 Stück. Also, mittlerweile 3. Wohl. Hier ist ja noch einiges, also vielleicht finden wir doch noch irgendwo, irgendwen. Gibt's hier oben was? Ah, ja. Aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden.
Okay, erste haben wir. Nee. Ich hoffe, die Kannibalen kommen jetzt aber nicht hinterher. Ich hasse es hier. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Okay, der fängt an zu pissen. Kriege ich den? Der ist da hinten reingegangen. Wo ist er denn hin? Okay, den haben wir auch. Perfekt. So, oh, ich habe vergessen ihn zu looten. Dann gehen wir mal weiter. Und dann können wir das da auch endlich mal mitnehmen. Also das hier. Und die Dinger. Also 3 von 5 haben wir jetzt. Hey, du bringst das Brett durcheinander. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Wie machen wir das mit den beiden? Ach, nicht schon wieder. Ich sag den Sammlern ständig, wir brauchen einen neuen Generator. Ich mach schon. So. Ah, hier gibt's keinen mehr. Na, jetzt fängt sie wieder an. Okay. Ich dachte schon, jetzt gibt es keinen mehr. So, was gibt's denn hier oben? Noch mehr Gas. Neues Lager entdeckt. Katakomben. Hier haben wir was. Besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. So, hier haben wir nochmal was. Und wir haben Fähigkeitenpunkt. Perfekt. So, Kartograf würde ich vielleicht mal machen wollen. Dafür brauche ich Orientierung. Sammelobjekte sind auf der Karte sichtbar und leuchten hinter Mauern auf, solange ihre Überlebensinstinkte aktiv sind. Hier können wir immer noch nichts Neues machen. Also sind die jetzt immer da, oder? Kann ich da oben jetzt irgendwie was nutzen? Okay, ich glaube nicht.
Gang vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Fire schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung, gehen. Nice. Aber hier ist... Ne, hier ist niemand mehr. Okay. Dann können wir beide jetzt nochmal looten. Aua. Feuerteufel abschließend für Erfahrungspunkte. Ein von 6 Säcke verbrannt. Also. Gab es da hinten auch noch welche zum Verbrennen? Dann würde ich noch mal kurz zurückgehen und gucken. Hier haben wir noch eine Kiste. Maus lassen wir am Leben. Obwohl, wir haben ja auch nicht alles dieser Arten hier geschafft zu erledigen. So, gibt's noch mehr? Also hier meine ich jetzt in dem Bereich. Ich würde schon gern wissen, ob hier noch mehr gibt. Oder ich jetzt unnötig zurückgehe. Ach komm, egal, wir gehen weiter. Wo wurde jetzt was gesprengt? So. Da unten gibt es nichts, dann gehen wir hier hoch. Ich bin aber froh, dass wir die Axt noch haben. Also die Kletteraxt. So, ja, komm, hoch. Ich sammle Objekte. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt eure Stimmen. Reißt die Sonnen. Okay, wie soll ich das schaffen? Reißt
Den habe ich. Okay, wen haben die da verbrannt? Scheiße. Okay, jetzt wurde ich entdeckt. Alle brennen! Können die jetzt endlich mal alle sterben? Jetzt ist der im Weg. Plus 60 für Kopfschuss. Nice. So, ich hoffe, einer von denen hat meine Waffen. So, die arme Frau, die da verbrannt wurde. So, was haben wir hier? 5. Juni 2011. Die Jahre vergehen und ich höre jetzt im Schlaf ihr Flüstern. Es ist die Sonnenkönigin. Sie drängt mich zum Weitermachen. Bei jedem Sonnenaufgang sehe ich ihr majestätisches Gesicht. Bald ist es soweit. Meine Solari arbeiten in ihrem Namen, errichten eine Stadt aus allem, was sie auf die Insel gebracht hat, foltern und opfern in ihrem Namen. Bald ist es soweit. Wir werden die eine finden. Ich sehne mich nach Flucht, aber nicht einfach von der Insel. Von allem. Den Wracks, den Leichen und dem Dreck. Wenn ich meine Königin zurückbringe, verschwindet das alles in einem Augenblick. Und wie die Morgensonne wird sie Land und Meer in ihrem Licht baden und alles verbrennen. Und dann erstehe ich aus dieser verbrannten Erde. Wiedergeboren und rein. So. Lage Bergtempel fehlt mir noch. Gab's hier nicht. Hier. Wie komme ich da hin? Das hier jetzt? War das ein Fehler, glaube ich, oder? Muss ich jetzt durchrennen? War das jetzt zu früh? Ich glaube, das war jetzt zu früh. Ich glaube, er war definitiv. So weiter, so du Hurensohn. Wenn ich hier rauskomme, ramme ich dir deine Pfeile in den Arsch. Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Okay, die sind fertig. So, ich würde jetzt aber noch mal kurz ein Pinkelpäuschen machen und mir einen neuen Kaffee.